Ein herzlicher Empfang, aber bald wohl schärfere Regeln für Flüchtlinge. Wie hier in München werden über das Wochenende in Deutschland mehr als 15.000 Menschen willkommen geheißen, die zuvor in Ungarn festsaßen. Viele von ihnen sind vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen. Ich fühle mich gut, ich kann endlich durchatmen. Deutschland hat die Zugflüchtlinge vorübergehend unbürokratisch einreisen lassen. Es soll eine Ausnahme bleiben, um der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg zu begegnen. In Berlin beschließen die Spitzen der Koalition aus Union und SPD ein Maßnahmenpaket. Die Städte sollen mehr Geld bekommen. Für Asylbewerber sollen die Regeln teils deutlich verschärft werden. Allmählich laufen natürlich die Ressourcen, die wir hier in München haben, über. Wir probieren jetzt es zu erreichen, dass die Flüchtlinge relativ direkt mit Zügen in andere Bundesländer, in andere Städte verteilt werden. Erste Züge werden nach Braunschweig in Niedersachsen weitergeleitet und nach Stuttgart. Viele Flüchtlinge sollen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg untergebracht werden. Nach einem Plan von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker soll Deutschland 31.000 Flüchtlinge aufnehmen.